Jo Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Way to National Team. Und ja, das ist die erste Folge Way to National Team mit meinem neuen Mikrofon. Und ja, hier unser erster Gegner. Ein Bundesliga-Team. Und ja, heute sind zwei Spiele. Also habe ich zwei Spiele gespielt und alle beide Gegner waren richtig stark. Also es waren zwei schwere Spiele. Und ja, wir fangen ja mit der ersten Aktion an. Dempsey mit dem Ball auf Kitchen. Der mit dem Ball auf Zardes, der kommt nicht ganz an. Da wollte er kontern, jetzt kommt der Ball auf Nigel, auf Kitchen, auf Dempsey, zack. Jetzt der Pass auf Zardes, perfekt. Und Zardes schießt das 1:0 in der 12. Minute. Richtig schönes Tor hier. Neil Post, finde ich. Und ja, Bedouja hier jetzt mit dem Pass auf Johnson. Johnson. Warte, Zardes läuft, Zardes läuft, Zardes läuft, Zardes läuft. Kriegt sich nicht ganz durchgesetzt. Aber die Aktion läuft weiter. Wir kommen hier irgendwie an den Ball. Jetzt Bedouja mit dem Schuss. Und der Keeper pariert und Zardes an einem Nachschuss. Und nochmal im Nachschuss. Und nochmal im Nachschuss. Doch daraus wurde dann trotz allem nichts. Dann die nächste Aktion hier mit dem Pass auf Luis Gustavo. Wir kommen nicht ganz an den Ball ran. Jetzt haben wir ihn. Kitchen hier jetzt mit der Ballrolle. Verliert hier den Ball. Jetzt Mkhitaryan mit dem Pass auf Aubameyang. Aubameyang, was macht Aubameyang? Er wird gefoult. Und somit gibt es einen Elfmeter. Richtig unverdient. Denn bis dato waren wir auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und jetzt hier Aubameyang, der macht ihn natürlich rein zum 1:1. Ziemlich unverdient. Aber dann direkt die nächste Aktion. Arturo Vidal setzt sich hier durch, wir bekommen den Ball weg, aber Aubameyang wird hier dann nochmal fast gefoult, der Ball kommt zu Mkhitaryan, der spielt quer auf Douglas Costa und so fort, das 2:1. Das Spiel wurde auf jeden Fall wieder mal gedreht, obwohl der Gegner wirklich zu dem Zeitpunkt nicht besser war als ich. Zur Halbzeit hätte dann die Statistik, also das ist auf jeden Fall komplett unverdient, dass der jetzt in Führung geht. Da müssen wir auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit nachlegen und das wollte Zardes auch, geht hier in die Mitte. Was macht er? Er läuft an allen vorbei. Schönes Solo. Und dann der Schuss. Der wird leider nur abgefälscht. Ja, schade. Jetzt hier der Pass auf Johnson. Der mit dem Fake-Shot zieht sich den Ball zurück. Okay, was macht er jetzt? Spielt auf Zardes. Zardes mit einem Scoop-Turn. Richtig stark. Jetzt der Schuss. Der wurde leider abgefälscht. Der Nachschuss geht leider weit daneben. So, Kitchener gewinnt hier das Kopfball-Duell. Jetzt mit dem Pass auf Zardes. Zardes macht hier ein paar kleine Tricks. Jetzt hier mit dem Pass auf Bedouja. Das ist doch die hundertprozentige Möglichkeit. Oder nein, ist sie nicht. Mein Gott, Bedouja. Den musste man auf jeden Fall reinmachen. Hier nochmal Nigel mit einem richtig starken Schuss. Aber der wurde leider auch pariert. Und ja, somit geht's. Somit endet dieses Spiel auch mit 2:1. Leider verloren. Sah das trotzdem mit dem Tor. Geht auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den zweiten Gegner an. Der hat auf jeden Fall ein starkes Team, ein starkes Silberteam mit Bolasie Info. Spielt wahrscheinlich Fatal oder etwas ähnliches, denn das sieht aus wie eine kleine Fatal-Mannschaft. Und ja, wir fangen wieder richtig stark an. Hier von 0 aus an fangen wir richtig stark an. Kitchener mit dem schönen Fake-Shot. Jetzt der Pass auf Franklin. Franklin spielt quer auf Bedouja. Bedouja, zack, zieht sich nochmal zurück, läuft jetzt an mit links der Schuss und der war richtig gut. Aber leider ging der Ball nicht rein. Hier jetzt mal eine Freistoßsituation aus, was weiß ich, wie viel Meter. Und der zieht auf einmal drauf, Dempsey. Doch leider geht der Ball nicht rein. Schade. Weiter geht's dann. Hier verlieren wir erstmal den Ball. Zack. Mahrez mit dem Pass, wollte da eigentlich passen, das gelingt ihm nicht ganz, hier kommt er irgendwie wieder an den Ball und ja, dann ist der Ball leider drin. Die nächste Aktion, hier Dempsey mit dem Fake-Shot, verlieren erstmal den Ball, holen uns den aber gleich wieder. Zack, Dempsey bekommt den nochmal hier mit dem Fake-Shot, zieht einfach mal ab und der Keeper war da und dann im Nachschuss ist der Ball dann auf jeden Fall drin. Somit ist es zur Halbzeit 1:1. Und ja, die Statistik. Wir müssen auf jeden Fall hier gewinnen. Doch, das sieht bisher nicht so aus. Mahrez hier jetzt im Alleindurchgang und dann geht der Ball rein. Richtig unverdient, aber was willst du machen? Jetzt hier Dempsey. Dempsey mit der Ballrolle. Jetzt mit dem Pass hier auf Kitchen. Was macht Kitchen? Er verliert den Ball. Der Ball kommt zu Zardes. Zardes mit der Flanke.
Und der Ball geht trotzdem wieder mal nicht rein. Schade auf jeden Fall. Die nächste Aktion hier, Dempsey. Probiert hier irgendwie in der Mitte zu machen, dass er gut mit dem Berbatov bleibt. Dann steht schießt drauf in der 90. Minute, doch der Keeper pariert. Und ja, somit können wir nochmal schauen, probiert er nochmal zu kontern. Gelingt ihm nicht und somit ist das Spiel auf jeden Fall vorbei. Haben wir wieder verloren. Das macht aber nichts. Wir haben auf jeden Fall ein paar Upgrades bekommen und die schauen wir uns jetzt an. Wir nehmen uns nämlich hier Johnson und den anderen zentral defensiven Mittelfeldspieler. Und ja, da würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dann, haut rein und ciao.